freue mich, dass ich heute in der Videobotschaft die Universität Hildesheim als 31. Fairtrade-Uni auszeichnen darf. Felicitaciones, congratulaciones und herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Die Stiftung Universität Hildesheim darf seit diesem Jahr den Titel Fairtrade University tragen. Hierzu gratuliere ich der Hochschule sehr herzlich und danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Und das wollen wir mit Ihnen und euch feiern, in einer digitalen Themenwoche rund um das Thema fairer Handel. Aber was steckt überhaupt hinter diesem Titel Fairtrade University? Die Kampagne Fairtrade Universities wurde vom gemeinnützigen Verein Transfer ins Leben gerufen. Alle deutschen Universitäten können sich auf diesen Titel bewerben, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Diese müssen das Bewusstsein und das Engagement für fairen Handel am Campus aktiv fördern. Das Engagement der Universität Hildesheim im Bereich Fairtrade ist gar nicht neu. Trotzdem freuen wir uns sehr über die Auszeichnung als Fairtrade University, weil sie uns dabei helfen wird, das Engagement und die Angebote noch besser sichtbar zu machen. An der Uni Hildesheim haben wir von der Steuerungsgruppe Fairtrade und aus dem Green Office in den letzten Monaten viel Zeit in die Bewerbung zur Fairtrade University gesteckt. Dabei mussten wir zum Beispiel regelmäßig Veranstaltungen zu Themen des fairen Handels organisieren und durchführen. So gab es bei der langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten einen Infostand von uns und in der Mensa eine Nikolausaktion. Wir alle trinken gern Kaffee, wir freuen uns auf Schokolade, wir essen Bananen, wir tragen Textilien, T-Shirts, Jeans, die irgendwo auf der Welt produziert werden. Es ist gut, dass zivilgesellschaftliche Organisationen wie Fairtrade sich um gerechte Handelsbedingungen kümmern und sich auch darüber Gedanken machen, wie produziert wird und wo produziert wird. Wer Schokolade isst, sollte wissen, wer Kakaobohnen erntet. Fairtrade tut dies. Und wir wollen als Universität uns beteiligen an diesem internationalen Netzwerk, das sich um fairen Handel kümmert. Wir sind stolz und dankbar dafür, mit der Aufnahme in das Netzwerk Fairtrade-Universitäten ausgezeichnet worden zu sein. Wir als Nachhaltigkeitsbüro möchten die Menschen dafür sensibilisieren, dass es nicht egal ist, ob sie sich für das konventionelle oder das fair gehandelte Produkt entscheiden. Die konventionelle Produktion hat oft negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Und wenn ich das nicht möchte, dann gibt es mittlerweile im Umfeld der Uni sehr viele Optionen für fair gehandelte Produkte. Wir als Studentenwerk unterstützen die Bewerbung der Universität als Fairtrade University, indem wir in unseren Mensen fair gehandelte Produkte anbieten. Unter anderem Kakao und Kaffee. Fairer Handel kann als ein solidarisches Handeln verstanden werden, da versucht wird, die Rechte von ArbeitnehmerInnen zu stärken, sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen und faire Löhne auszuzahlen. Es ist sehr freudig zu wissen, dass nach so viel Zeit, wo wir dabei am Kämpfen sind, für den Fairtrade 48 Jahre, auch die Universität dazu kommt. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit. Denn der Fairtrade-Gedanke ist überaus wichtig, kann aber nur dann wirklich Früchte tragen, wenn es uns gelingt, auch langfristig im Alltag ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu entwickeln. In Hildesheim ist dies besonders gut möglich, denn auch wir sind bereits seit 2017 als Fairtrade-Town ausgezeichnet. Immer mehr Händler und gastronomische Betriebe bieten seither Produkte aus fairem Handel an. Ich würde mich freuen, wenn auch der Titel Fairtrade University dazu beiträgt, den Nachhaltigkeitsgedanken in unserer Gesellschaft weiter zu stärken. Danke, dass Sie sich hierfür einsetzen. Ausruhen wollen wir uns aber nicht auf dem Titel. Wir planen das Thema auch zukünftig mit diversen Veranstaltungen und Maßnahmen auf dem Campus zu stärken. In 2 Jahren wollen wir uns dann nochmal auf den Titel bewerben. Jetzt ist es Zeit für die Übergabe, die ich hiermit symbolisch vornehmen werde. Also Universität Hildesheim, tolles Engagement, ihr habt es euch verdient und haltet uns auf dem Laufenden über die Aktivitäten und hoffentlich klappt dann mal ein persönlicher Besuch. Eigentlich würden wir diese besondere Auszeichnung nun gerne am Campus mit euch feiern, zum Beispiel mit fairen Snacks oder Kaffee. Das geht aktuell leider nicht. Doch wir wollen die richtige Feier auf jeden Fall nachholen, sobald es die Umstände wieder erlauben. Versprochen!
Als kleiner Trost startet heute unsere digitale Aktionswoche mit vielen spannenden Infos zum Thema fairer Handel. Es erwarten euch ein faires Kochrezept, Tipps für den fairen Konsum und ein Quiz am Freitag, bei dem es faire Preise zu gewinnen gibt. Schaut auch einfach bei Facebook oder Instagram vorbei. Wir freuen uns.